Willkommen zurück zu Metal Gear Rising. So. Schon wieder sage ich dieses Wort. Naja, was soll's. Okay, jetzt werde ich in dieser Stadt erstmal gucken, ob ich den Hund wiederfinde. Ich glaube, da muss ich nämlich hin. Und ich habe ja letztes Mal einige von diesen Polizisten zersäbelt. Und heute, mal sehen, vielleicht kriege ich ja heute nochmal einen neuen Boss zu sehen. Na gut. Boss hatte ich eigentlich recht viele in letzter Zeit. Ich glaube, die Bosse sind hier auch recht oft vorhanden. Tut mir leid für meine Stimme heute. Ich bin leicht heiser. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe nicht geschrien. Oder sonst was. So. Weiter geht's. Okay. Das war nicht so geplant. Okay. Dann noch den hier. Da liegt irgendwas, eine Panzerfaust. Nice. Zielsuchrakete. So, noch eine VR-Mission oder wie das heißt, freigeschaltet. Denke ich mal, stand das hier irgendwo? Ich habe zwei Punkte. Okay, ich gehe jetzt mal zum grünen Punkt. Ich glaube, der könnte eventuell optional sein. Oh. Die scheinen schon etwas stärker zu sein, diese Gegner. Alter. Okay. Die sind auf jeden Fall hartnäckiger als diese komischen Standardbullen. Boah, die halten schon einiges aus. Mist. Ist er zu weit weggeflogen, leider. Aber den da kann ich jetzt wahrscheinlich gut. Ah, nice. Der erste ist down. Ah, verdammt. Ich habe mit dem falschen Knopf blocken wollen. Ah, mit dieser Spannwaffe. Da kann man gut gegen angreifen. Die straucheln sofort weg. Alle Male. Ich mag das Teil so sehr. Wenn ich so hastig mache, dann treffe ich dieses blöde Viereck einfach nicht. Lieber direkt einmal gezielt. Okay, es hat sich, denke ich mal, gelohnt, hier hinzugehen. War wirklich optional. Kampfrang A, nice. Jetzt werde ich dann den normalen Verlauf folgen. Sollte vielleicht mal sprinten, dann würde es auch schneller gehen. So, was haben wir denn hier? Das sieht echt schick hier aus. Ryder, what's your status? They trashed my car. I'll have to go the rest of the way on foot. Do you really have to do this? Look, I'm fed up with all of it. Companies like ours, yours. Bend the laws when it suits business. Why not bend it when it can save innocent lives? Raiden. Boris, listen to me. That VR training. They'll be warped into killing machines. They'll be set on POWs, civilians. It'll be one atrocity after another. Hmm. Like what you went through. We can't have any more Jack the Rippers. You saw what happened with George. I'm doing this, Boris. I have to. I can't save those kids from becoming cyborgs, but I can stop them from becoming murderers. So you succeed. So you get all the brains back. Then what? Just so happens I know one great cybernetic surgeon. Doctor, but he cannot. You won't change my mind, Boris. This is my fight now. And your wife and son? What of them? They're in New Zealand. Safe. Rose would understand why I have to do this. All right, damn you. You do realize Marshall has the contract for law enforcement throughout the city. They are the law in Denver. Yeah.
Officially, Maverick Incorporated condemns you and your actions as unlawful. And a pain in the asshole. Now, increase your codec encryption. Do not worry about the lag. And unofficially? I'll do all I can over the codec to help. I do not like what those Mudaki are doing any more than you. Спасибо, товарищ. Спасибо. Okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, also wie man das schon bei diesem Kampf gegen dieses Mädchen von der Stangenwaffe hier erfahren hat, war Raiden vorher mal Jack the Ripper. Und er hat Angst, dass das mit den Kindern auch passiert und darum möchte er sie unbedingt retten. Okay, so habe ich das jetzt verstanden. Denke ich doch mal, dass ich darin recht habe. Und dann werde ich jetzt mal gucken, was sich hier verbirgt. Aber das nervt ein bisschen mit dieser leicht heiseren Stimme. Ich glaube, das kommt im Let's Play auch nicht so gut. Oh Mann. Ah, nice. Gekontert. Komm schon. So, jetzt habe ich zumindest schon mal weggefetzt. Und sein grummiges, was auch immer das ist, rausgeholt. Autsch. Ah, den Fokus ziehe ich jetzt. Ja, nein, nein, lass mich in Ruhe. Falscher Knopf. So, jetzt habe ich's. Ich werde dich vernichten. Oh. Mist, da wollte der Konter nicht so wie ich wollte. Er dürfte eigentlich nur so viel Leben haben. Er läuft sich schon die ganze Zeit diese grüne Brühe raus, was auch immer das sein soll. Okay, jetzt müsste ich ihn haben. Ja. Komm schon. Komm schon. Wo ist das Viereck hin? Warum ist es weg? Und das habe ich verkackt. Ich frage mich, ob da bald auch mal wieder ein Boss kommt mit einer coolen Waffe. Das fände ich mal cool. Lol. Immer diese Kisten versteckten Leute. Ah, diese Schilde. Ah gut, das Schild ist von dem weggefetzt, jetzt kann ich einfach auf ihn draufbrettern. Ich muss auf den Typen im Hintergrund aufpassen, dass er mich mit irgendwas Heftigem abknallt. Wie das da. Mein Gott, jetzt reißt mich. Ich laufe jetzt erstmal zu dem da hinten durch, denn das nervt mich gerade. Boah, jetzt stirb einfach, bitte, stirb, komm. Mach's mir nicht so schwer und stirb einfach. Und ebenso. War zwar nicht der richtige, aber was soll's. B. Habe ich verdient. Ich habe so viele Raketenwerfer abbekommen. Da, what's your status? I am reviewing the pre-flight checklist now. I have hired contractors to handle shipping the brain units. We should be airborne in just a few minutes. You sure you can pilot that chopper by yourself? Right, of course.
Need I remind you that we live in the golden age of unmanned flight? Even manned helicopters possess a robust semi-automatic mode. It is simple, really. So simple that I can continue to monitor your status and world martial security from the pilot seat. I must say, for the world's largest PMC, their security procedures are quite poor. Quite poor. Sadly, I did not have the necessary permissions to override their plans. Nevertheless, the data I did find should prove most useful. So please, do feel free to contact me whenever you like. Appreciate it, Doc. Well, it's not every day one has the chance to collect so many brains. Think of the data, the research. Oh, and of course, your personal safety was a concern as well. Okay, sind wir hier auf dem Dach? Was hier wohl passieren wird? Ölfass. Kann ich das dann schmeißen oder wie? So, jetzt hier hoch. Ach, unter mir sind sie. Okay. Ja, der war sehr schnell tot. Ne, der hält noch was aus. Die gehören wohl zu dem etwas robusteren Kaliber. So, jetzt habe ich ihn aber. Nice! Okay, den da oben möchte ich weg haben, der geht mir auf die Nerven. Den. Nein, den hole ich mir jetzt mit. Na, Moment. Mit dem da runter. Hehe. Ey, ich hab doch schon 10-mal durch dieses Viereck geschlagen. Was soll er denn noch? Ich habe das Gefühl, gleich passiert irgendwas. Ich bin sehr nah an einem etwas größeren Ereignis dran. Und dieses Dach sieht schon etwas verdächtig dafür aus. Ah, da komme ich wohl nicht hin. Jedenfalls nicht von hier. Hier unten ist hier noch was. Hm, hier kam ich wohl auf die... Ah, aha, aha. Da habe ich doch letztes Mal... Meine Gesamt-AP, glaube ich, erhöht. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich hier war. Ah, Mann. Okay, die Flieger müssen erst weg. Okay, hier sollte ich besser mit den kleinen Angriffen kämpfen. Denn wenn ich mit der Stangenwaffe kämpfe, mache ich nur so einen Charge nach unten. Wie man eben gesehen hat. Okay, also hier komme ich nicht dran. So, jetzt habe ich zumindest wieder volle Leben. Ah, fuck. Okay, so kriegt man die in der Luft auch ganz gut weg. Das passt. Oh, da kommen wir mehr. Jetzt habe ich wenigstens nur noch die Flugdinger hier am Hals.
So, das Ding ist jetzt Matsch ohne Ende. Der Nachteil an dieser Aktion gerade ist, an dem werde ich das nicht mehr machen können. Aber der ist auch eh hinüber. Hat gepasst. Komme ich wieder raus? Hallo? Geht doch. So, jetzt aufs Dach. Da kommt dann bestimmt entweder, keine Ahnung. Also irgendwas passiert hier, ich bin mir sicher. Ja. Ein etwas neuerer Gegner. Aber scheint kein Boss zu sein. Mist, ich brauche die blaue Anzeige. Jetzt habe ich sie. So. Mist, jetzt habe ich mir die blaue Anzeige weggemacht, weil ich so hastig geklickt habe. Du gehst mir auf die Nerven. Mist, ich wollte eigentlich was anderes machen, und zwar blocken. Na, genau jetzt verliert er sein Fliegeding natürlich. Wenigstens habe ich jetzt wieder volle Leben. Komm, jetzt werde ich dich aber ordentlich rannehmen. Ich glaube, hinter mir war sogar noch einer. Ich glaube, da ist gerade einer aufs Dach geklettert, wenn ich das richtig gesehen habe. Darum drehe ich mich jetzt mal um. Da ist er noch. Ah, das ist noch so einer. Junge. Ich wollte blocken und nicht zuschlagen. Wo ist eigentlich der andere hin? Die habe ich noch gar nicht getötet, oder? Die sind stressig. Blocken und nicht zuschlagen. Blocken. Ah, jetzt komm einfach. Komm, komm. Es macht keinen Schaden. Er hat auf jeden Fall keinen Hammer mehr. Jetzt hole ich ihn mir. Jetzt los. Komm. Hammer abpacken. Einen hat er noch. Beine abpacken. Okay, das müsste es gewesen sein. Was soll er jetzt noch machen? Er fehlt aber noch. Wo war denn der andere? Kampfrang B. Hab ich gar nicht verdient. Viel zu schlecht war ich. Na, hier war ein Kontrollpunkt. Und dann beende ich jetzt hier meinen Part. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Part. Ciao.